Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge von Dark Souls 2. Ja, immer noch an der Feste von Ardia oder Aida oder irgendwie so ähnlich. Und wir sind jetzt, denke ich mal, vom Boss. Schauen uns hier nochmal eben kurz an. Okay, Vorsicht vor Feuer. Bestie voraus. Wald. Ja, nee, Wald, das sehen wir selber. Ein bisschen was hier von Herr der Ringe auch. Naja, nicht ganz, aber ein bisschen. Gut. Ich habe ja gesagt, wir wollten jetzt einen Boss machen. Genau das werden wir jetzt auch tun. Der Wächterdrache. Okay. Drache. Das ist schon mal eine ganz scheiß Sache. Kann fliegen. Was haben Drachen so an sich? Okay. Brutzelt. Ich glaube, da hätten wir jetzt mal angreifen können. Hui. Okay. Ist noch ein Schwanzangriff? Also, au. Zieht nicht so viel, wollte ich gerade sagen. Oh. Lauf, 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 lauf. Okay. Zumindest schon mal was geschafft. Wow. Autsch. Einfach mal schlucken. Was hat er jetzt vor? Okay. Alter, sag mal, wie viele Flammenangriffe macht dann der? Der Saftsack. Jetzt hängt er da oben. So, was kommt jetzt? Einfach mal ein bisschen ins Leere schlagen mit seinem Schwanz. Das finde ich gut. Treten kannst du auch. Ich habe auch schon gedacht. Okay. Das sind hauptsächlich seine Flammenangriffe, die gefährlich sind. Autsch. Und wie gefährlich sie sind. Autsch. Okay. Autsch. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mal eben schnell was zu trinken. Und weg, weg, weg. Ah, wieder gestorben. Weg, 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 weg. Ach, scheiße. Ja, das war dumm jetzt gelaufen. Das war dumm gelaufen. So. Ah, wir hatten ihn aber schon eigentlich ganz gut runtergehauen, muss ich sagen. Aber irgendwie viel mit Blocken ist da nicht, habe ich so das Gefühl. Dass man da eventuell schon mal überlegen könnte, zweihändig ranzugehen. Ach, guck mal, der ist jetzt auch schon weg. Und klar. Ja, das war klar, dass die noch da sind. Die waren ja noch relativ frisch. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Also für ihn, natürlich. Na? 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 Au. Alter. Wie benutzt du dich eigentlich? Zis. So. Das ist die komische Krabbe. Du. So. Aber auch weg. Moment, nee, da wollen wir gar nicht erst. Das ist nicht so schön. Wollen wir nämlich erstmal den kleinen Glubschi haben. Na. Uah. Kamera verdreht hier. So. Ja, hau dich mal hier durch. Dumm, 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 dumm. Jetzt. So. Sollten wir dann ein bisschen vorsichtig sein. Ah, schon eher.
Schon eher. Auch nicht. Jetzt wird der Raum schon wieder eng. Wieso hat er denn jetzt schon wieder getroffen? Was soll denn das? Und nochmal. Das schätzt aber auch, wie lang der Raum ist gerade, so ein bisschen, irgendwie. Ja, toll. Treffen sollte man schon. Besser. Ja, sehr gut. Uiuiuiuiui. Nein! Okay, das reicht. Keine Lust mehr zu spielen. Uiuiuiuiui. Das war jetzt aber gerade schon knappig. So. Machen wir ihn jetzt halt so. Zumindest den Rest. Wir sind ja eh nicht mehr. So. Bitte. Was mit denen noch machen? Dann haben wir es dann auch wieder. Dann können wir wieder zum Boss. Echt angenehm, dass der sich wirklich so beschießen lässt. Oh nein, die Fresse. So. Mal. Zack, zack, zack und zack. Will aber auch gerade gar nicht kommen. Nö. Irgendwie nicht. Jetzt. Jetzt wieder dann doch. Na? Hast du noch einen Tisch zum Zertrümmern? Tisch, dass man da einfach nur irgendwas dazwischen kriegen muss. Oh, schon wieder. Oh, der hat geschossen. Und tschüss. Ching. Blub. So, ist er down. Ja gut, dann können wir halt auch nochmal die letzte Heilung nutzen. Die haben gesagt, Schwäche Blitz. Wäre ja jetzt eigentlich fast nochmal sinnig, sich da irgendwo drauf zu legen. Auf der anderen Seite, weiß natürlich gar nicht, wie lange das hält. Ne, machen wir uns erstmal das hier. So, und dann das. So. Und durch da. Jetzt müssen wir die Seelen safen, die ganz vor Scheiße liegen. Ah, das war gar nicht so schlecht. Na, was kommt jetzt? Ah, scheiß Flieger, da hat man Kacke wieder. Weg, 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 weg. Ach. Trotzdem erwischt worden. Das ist doch scheiße. Na? Ja. Okay, jetzt macht er wieder seinen scheiß Spuckscheiß. Einfach mal weg. So. Wird aber echt ganz schön lang, der Scheiß von ihm. Na komm. Nein. Fuck it. Jetzt aber schnell. Oh, das hat er jetzt mit uns gemacht. Das habe ich ja jetzt auch noch nicht gehabt. Ah, jetzt haben wir eine gute Position. Fuß. Und zack. Und tot. So, einfach verschwunden. Oh, perfektes Timing. Wow, 37.000 Seelen. Wochenwächter Seele. Sauber. Ja, das war doch jetzt eigentlich ganz nett. Das ging noch gut klar. Und da müssen wir lang.
Hurra für Zauberei oder ein Wunder? Was denn? Keine Ahnung, was er meint. Auch schon wieder so Schwachsinns Sachen hier. Oh. Haben wir denn da? Drachenschuppe. Was ist denn eine Drachenschuppe? Was ist eine Drachenschuppe? Hatten wir sowas schon mal? Kann mich da jetzt nicht dran entsinnen. Opferschupfel für den Drachen. Okay. Wofür auch immer man die opfern muss. Gucken wir einfach mal. So, wo geht's denn jetzt überhaupt hin? Hier wieder dunkel, war ja klar. Wo geht's hier hin? Ich will's auf jeden Fall unten aus. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass da jetzt gleich ein Leuchtefeuer ist. Und alleine dieses Hochfahren hier dauert ja schon ewig. Okay. Das hört sich nicht gesund an. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Scheint ja nichts zu sein. Okay. Okay. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ach du Scheiße. Drachenhorst. Ach du Kacke. Da noch eine ganze Menge mehr von den Viechers. Die lassen uns in Ruhe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe einfach, die lassen uns in Ruhe. Oh, da ist ja sie wieder. Hallo. Heir of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Was denn? Eine alte Feder? Do not resist. The dragon welcomes you. Okay. Feder. Da stehen. Nein. Ich will die Nachricht lesen. Okay, okay, okay. Das wirkt ja jetzt alles hier ein bisschen. Sie ist gefangen, aber er wird uns mit der Feder empfangen. Das ist alles sehr mysteriös hier, ne? Was sind diese Feder? Da. Okay. Interessant. Das ist ja mal echt interessant. Abgefahren. Wie schafft man es eigentlich hier zu sterben? Okay. Da scheint ja irgendwas zu sein. Ein Leuchtfeuer ist hier. Komisch. Dann wollen wir doch mal eben schnell nach Majula. Dass wir dann nochmal unsere Seelen loswerden können. Das ist, denke ich mal, jetzt echt nicht schlecht. Zack. Da bist du hier wieder. Und du darfst uns jetzt mal ein bisschen Intelligenz schulen. Zack, zack. Das sieht doch schon mal ein bisschen angenehmer jetzt aus. Mit 60, 70 dem Bereich. Das ist schon ganz okay. So. Jetzt haben wir noch 8000 Seelen über. Ja, nochmal gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas bekommen hatten. Nee, sieht nicht so aus.
Nope. Wir fehlen immer noch 3 Stück. Das ist doch doof. Was ist das? Verfolger Ultra Großschwert? Ah, okay. Die ist nichts von Interesse. Die sind auch alle soweit gepimpt. Tja, schade. Im Moment lässt sich nichts damit wirklich anstellen. Ich meine, wir könnten Bolzen holen, aber nö. Ich hätte gerade nicht so die Lust drauf. Dann gehen wir mal wieder zum Drachenhorst. Und gucke mal, was da noch so auf uns wartet. Was habt ihr denn hier noch so stehen? Leiter. Trio. Felsbrocken. Leiter links. Das hat auch immer sowas von einfach zu sehen, welche Richtung der meint. Naja. Die werden mir schon zeigen. Ich frage mich mal gerade, was sie mit Felsen meinten. Ein Trio. Hier, da ist irgendwas. Ach Gottchen, ist das hier verzwirbelt alles. So, wir gehen jetzt erstmal hier einmal lang. Das ist doch so ein Explodieri. Zack. Ein Explodieri. Dracheneier? Sieht nach Dracheneiern aus. Da ist ein Käfer. Kommt man nicht ran. Mache ich denn das jetzt am schlauesten? Ich glaube so. Ja, so nicht. Aber so. War lange genug geblieben. Glück gehabt. Und ein schimmernder. Die armen Eiers. Steht hier. Was Erstaunliches. Monster? Ich höre doch auch was. Na? Ich höre hier doch die ganze Zeit irgendwas. Ist genau hier so. Hier irgendwo was Verstecktes. Ich höre das doch. Ist genau hier. Ich höre es doch. Kann man noch hoch? Guck, guck. Kämpfst du? Ich glaube ja, ne? Ja. Schaut mal zu. Ach, hier kann man jetzt die verschiedenen Füße sogar anvisieren. Ach, wir sind... Käfer, habe ich das gerade richtig gesehen? Nein. Autsch. Ja, da war ein Käfer. Ja, das ist natürlich ganz klasse, wenn man hier noch mit einem Drachen zu tun hat vorher. Au. Da hat er sein Schwänzchen auf den Boden gehauen. Das ist eine Ecke. Ist er gerade vom Schild geprallt? Schon, oder? Long. Komm, tritt nochmal zu. Schuss. Oh nein, 4000 Seelen. Seen Orange Tepherin. Steinerter Drachenknochen, das ist gut. Jetzt Stein. Was haben wir hier?
Drachenzahn. Das ist ein Loch. Ich höre es doch aber immer noch funkeln. Ich höre es doch immer noch funkeln. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Interessant. Ist er noch höher? Scheint. Ja, vielleicht doch nochmal Heilorn. Jetzt schauen wir auch nochmal hoch. Oh Mann. Das ist ja alles sehr interessant. Oh. Den habe ich gehört anscheinend. Ah, nice. Und mal ein paar Drachenknochen. Noch einer. Sehe ich jetzt so keinen. Das ist ja nice. Da lohnt sich das ja gleich nochmal Jula zurück. Dass hier so viele Knochen gibt. Na. Hier noch irgendwas. Und da ist doch auch noch was. Was haben wir da? Was bist du? Oh. Nee. Gehen wir mal weg. Alter schimmernder Lebensstein. Okay. Ach ja, je. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt letzten Endes die Richtung sollen. Das ist eigentlich auch im Moment ziemlich egal. Erstmal hier alles abchecken. Scheint da echt eine Menge zu sein. Ich glaube, das sieht jetzt aber nach dem Weg aus. Nee, hier will ich jetzt noch nicht lang. Hier will ich jetzt noch nicht lang. Weil es da auch mal wieder zurückgeht. Dann da. Okay. Hier scheint es dann wirklich dann lang zu gehen. Da ist das Leuchtfeuer. Ist doch auch noch hier. Das muss ja irgendwas super geiles sein. Ich weiß nicht mal, wie man da rankommen soll. Ah, okay. Wahrscheinlich darüber rutschen. Ne, wo ging es denn wieder runter? War denn das jetzt? Da ging jetzt wieder runter. So. Da waren wir jetzt auch noch gar nicht lang gegangen. Wie sind wir von hier gekommen? Bin mir gerade nicht sicher. Da liegt auch noch was. Nicht hin. Okay, wir sind zurück. Alles klar, ja gut, dann gucken wir mal eben schnell. Wo sind denn die Drachenknochen? Okay, also einen brauchen wir noch. Vorher lohnt das eh nicht. Okay, jetzt würde ich aber trotzdem gerne mal einmal Majula. Wegen dem einen Käfer. Vielleicht ist er dann nämlich schon wieder da. Und jetzt reisen wir mal einfach, ja, keine Ahnung, dahin. Einfach mal in einen anderen Dungeon rein. Um uns da direkt wieder raus zu teleportieren. So. Ab zum Drachenhorde. Bum, 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 bum. So. Und jetzt ist die große Frage.
sind die Käfers jetzt schon wieder da. Ich hoffe es ja mal. Vor allen Dingen hoffe ich, dass der Drache nicht wieder da ist. Das wäre ja schon gemein, wenn man den erstmal wegfarmen müsste. Nee. Da ist einer. Zwei. Drei. Ja. Oh. Hat uns gecheckt. Das ist gut. Und dich auch noch, bitte. Ja. Oh, der lebt noch. Nein. Nein, 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 nein. Ist er jetzt weggekommen? Er ist weggekommen. Scheiße. Naja. Versteinerter Drachenknochen. Okay. Super. Wir den einen. Ah, schade. Einen hätten wir noch echt kriegen müssen sollen. Würde ich sagen. Jetzt müssen wir ja eh nochmal zurück hier. Lässt sich ja jetzt nicht ändern. Dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal den einen da krallen. Hier endlich durch. Haben wir ja auch ein bisschen abkürzen können. So. Dann wollen wir doch mal. Das hat ja super geklappt mit den Käfern. Bis auf einen, das ist doch supi. So, und jetzt drückt mal die Daumen. Ich bin gerade nicht gar nicht sicher, ob das jetzt schon reicht. Ich glaube schon, dass das Schwert jetzt besser ist. Das war nämlich echt langsam. Sehr schön. 460. Quasi genau das. Oh, jetzt kann man es schon nicht mehr weiter aufrüsten. Okay, das ist aber schon heftig. Hm. Was denn sonst noch so Feines? Hm. Ja, noch so eine ganze... Das stimmt, das Ding war ja noch ganz nett. Ja, eigentlich schon ganz nette Sachen noch, aber... Jetzt richtig drauf klarkommen, tue ich auf die Sachen nicht. Könnte mal wieder einmal aufrüsten. Aber nö. Wir haben jetzt erstmal unser Schwertchen. Hm. 460. So 460. Toll. Das hat ja quasi jetzt gar nichts gebracht. Das ist ja bescheuert. Nur, dass das Ding weniger Haltbarkeit hat. Plus 87. Aha, da ist der Unterschied. Bringt mehr Bonis. So von... Kämpferischen ist es eigentlich so ziemlich dasselbe. So, dann werden wir jetzt aber noch mal eben schnell einmal, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der wäre, beim Schmied vorbeischauen. Da, das müsste doch sein. Genau, MacDuffs Werkstatt. Und dann noch mal kurz gucken, ob wir mit dem Schwert irgendwas anstellen können. Na, Freund. Gegenstand kaufen. Das waren die ganzen Bosswaffen, oder? Nein. Das waren die ganzen normalen Sachen. Genau. Und das. Was war das jetzt? Machen wir jetzt damit? Durchdringung. Ah ja, okay. Da war das.
Da können wir noch mal. Genau, und ich würde sagen, wir machen das. Okay. Verzaubert. Macht aber keinen Unterschied. Interessant. Na komm, wir machen das. Ein Original draus. Und eine Nachricht wurde mal wieder gedingst. Oh, wir könnten hier nochmal die Resis hochsetzen, sehe ich gerade. Aber nicht so ein allgemeines Ding, das geht nicht. Schade. Ja, aber auf der anderen Seite im Moment ist das eigentlich ganz gut. Geht das eigentlich? Nee, Rüstung geht nicht. Ja, du kannst jetzt auch hier nichts mehr mit anfangen, oder? Nee. Der kann eher nichts mehr mit anfangen. Die wäre echt nochmal interessant. Die werden wir jetzt nochmal langsam hochpumpen. Auch wenn wir jetzt dafür die Rüstung nicht mehr pumpen können. Na ja, gut. So, damit haben wir auf jeden Fall die Waffe dann doch nochmal ein ganzes Stück verbessert. Und ich würde sagen, dann geht's wieder zurück zum Drachenhort. Zum Drachenhorst. Und dann werden wir jetzt nochmal ganz schnell versuchen, den ein Kera zu kriegen. Den will ich noch haben. Tüdelü. Oh. Moment. Rumpus Harz. Das war doch auch irgendwas zum Waffe verzaubern, also kurzzeitig. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Käfer wieder da. Ja. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da liegt er. Oh, sehr schön. Gut. So. Jetzt müssen wir mal überlegen. Also da. Ach je, ist das hier alles verzwirbelt. Ne, wir gehen jetzt erstmal nochmal hier runter. Und werden jetzt erstmal nochmal gucken, was da bei diesen. Wir gehen jetzt hier nochmal erstmal runter. Weil ich nochmal schauen möchte, was das Erstaunliche sein soll. Das war hier. Das will ich nämlich dann doch nochmal wissen. Ah. Wie muss man da auch noch hinkommen? Das ist echt eine Frage, wie man da hinkommt. Oh. Ah, da höre ich doch jemanden. Guck, guck. Googly, guck. So, da oben steht doch jemand. Zerstört Ausrüstung. Das gefällt mir nicht. Gleich erstmal drauf zulaufen. Ja. Das ist doch wieder ein Käfer. Ach so. Toll. Da haben wir ja schon. Und ich schieb hier voll die Panik. Warum geht irgendwas? Habe ich die Ausrüstung kaputt gemacht? Nein. Kein blassen Dunst, was hier die Ausrüstung beschädigen soll, aber gut. Okay, also hier kommen wir dann quasi da an denselben Gang wieder lang. Aber wie kommt man denn da unten ran? Da. Wie kommt man da ran? Aber nicht von hier. Also wenn dann von da. Das geht's ja nicht.
Aber auch nicht mehr hoch. Wie kommt man da hin? Moment. Was hier? Nee. Wie kommt man denn darauf? Der Burg irgendwie. Na gut. Dann werden wir jetzt nochmal ein Stück gehen, wo die. Hier ging es dann jetzt hoch. Okay. Na. Was kommt jetzt hier? Ist hier schon wieder ein Käfer? Da scheint noch einer zu sein. Okay, was ist denn das jetzt hier für ein Schleichweg? Ah, was haben wir denn da? Ein versteinerter Drachenknochen. Okay. Da ist noch so ein Drache. Okay. Scheint noch irgendwo so ein Typi zu sein. Ah, der pennt noch. Hier sind wieder ganz viele von diesen Käfers. Ja gut, dann würde ich jetzt aber sagen, dann sind wir jetzt erstmal wieder am Ende dieser Folge angekommen. Den Drachen werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Ich hoffe, ihr habt soweit auch Spaß gehabt und ja, sehen uns dann beim nächsten Mal.